Landunter im Ostkreis. Dienstagabend kam es zu einem schweren Unwetter im Landkreis Marburg-Biedenkopf. Vor allem Kirchhain und einige Ortsteile waren besonders schwer betroffen. Mehr als 200 Feuerwehrleute aus dem gesamten Landkreis waren in Kirchhain stundenlang im Einsatz. Unzählige Keller waren vollgelaufen, wie der von Familie Jabus. Die ganze Kanalisation hier, die haben sich aufgestaubt durch den ganzen Dreck und ist dann alles in unser Keller reingeflossen, leider. Seit 40 Jahren wohnt die Familie in Kirchhain, aber so ein Unwetter haben sie noch nie erlebt. Wir hatten Waschmaschine, Kühlschrank im Keller. Ja. Da muss man sich mal was überlegen später. Mehr als 500 Einsätze verzeichnete die Feuerwehr. Ab dem Abend wurde ein Bürgertelefon eingerichtet, das für alle Fragen rund um das Unwetter erreichbar ist. Katastrophenschutzeinheiten aus dem gesamten Landkreis rückten zur Verstärkung nach Kirchhain aus. Die Einsatzstellen wurden straßenzugweise und nach Prioritäten abgearbeitet, um Herr der Lage zu werden. Wartezeiten waren dabei aber unvermeidlich. 150 Liter pro Quadratmeter binnen 3 Stunden hatte es in Kirchhain geregnet. Im Prinzip hat es erstmal angefangen zu regnen, wo jeder dachte, ach, wie schön, eine Abkühlung. Und dann hat es irgendwie gar nicht mehr aufgehört und man hat gesehen, wie sich alles, es stieg nur noch. Also das Wasser, der Pegel stieg nur noch vom Wasser, die Autos sind überflutet. Ja, es tut einem irgendwo leid zu sehen, dass die Leute dann jetzt um ihre Autos bangen. Ich sag mal, das kleinste Problem, die Autos, aber trotzdem, es ist einfach erschreckend. Auch die Kirchhainer Schulen hatte es hart getroffen. Sowohl an der AWS als auch an der Grundschule muss der Unterricht am Mittwoch ausfallen. Erschreckend war aber auch die Lage in anderen Kirchhainer Ortsteilen. In Stausebach kämpften Anwohner gemeinsam mit der Feuerwehr gegen den Schlamm. Das heftige Unwetter hatte die Stausebacher vollkommen überrascht. Das kam so schnell, dass man überhaupt gar nicht gucken konnte. Ich habe vorher noch gesagt, da hinten scheint die Sonne, da kommt nicht viel. Und dann kam der dicke Hagel und dann kam es hier runter. Also innerhalb der kürzesten Zeit war das Ganze ein reißender Fluss. Unfassbar, überall. Ja, einfach unglaublich. Matsch und Schlamm, wo man in Stausebach nur hinblickte. Zahlreiche Keller waren vollgelaufen. Das ist der mittlere Keller. Ich denke, alles, was hier drin ist, das müssen wir irgendwie, ja. Wie hoch stand es da? Hier, also so hoch hier, so. So hoch stand das Wasser auf dieser Straße. Das war Wahnsinn, echt. Wir haben das Auto da oben hingestellt und das Wasser stand ungefähr so hoch. Das ist ja. In Kleinseelheim schlug ein Blitz in ein Haus ein. Auch in anderen Teilen des Landkreises hinterließ das Unwetter Spuren. Kurzzeitig war die B3 bei Schwarzenborn gesperrt, weil dort Äste auf die Fahrbahn gefallen waren. Aber so heftig wie im Ostkreis fiel das Unwetter nirgends aus. Hier werden die Aufräumarbeiten wohl noch Tage dauern.